Hallo YouTube und ganz schnell zu einem neuen Video, denn ich wollte die ganze Zeit das schon mal ausprobiert haben und zwar Amazon Evening Express, jetzt auch in meiner Gegend verfügbar. Hier ist irgendwo die Liste, Bestellungen werktags bis zu 12 Uhr werden berücksichtigt und die kommen dann abends noch an, wenn eure Stadt darunter zählt. Mein Postleitzahlengebiet gehört jetzt inzwischen dazu. Das heißt, ich bestelle jetzt ganz knapp vor 12 und dann sollte es heute Abend zwischen 18 und 21 Uhr bei mir eintreffen. Ich entscheide mich hier für das Logitech Ultra Thin Keyboard, fürs iPad Mini, fürs normale iPad benutze ich es ja bereits, QWERTZ-Tastatur, also unser deutscher Standard, und ich packe es in den Einkaufswagen. So, und hier sehen wir die Preisliste, und zwar, ich bin ja Prime-Kunde, gratis Premium-Versand bis morgen. Jetzt könnte ich natürlich auch, wie bisher auch, für 5 Euro pro Artikel extra den Morning Express auswählen. Brauche ich natürlich nicht, denn hier habe ich jetzt die Option des Evening Expresses. Kostet mich dann auch 5 Euro und ist heute Abend dann noch da. Und wir testen es einfach mal und ich mache dann das, ob es dann geklappt hat, direkt nach diesem Cut. So, zweiter Teil, gerade zur Kamera gehetzt und wir haben, jetzt gleicher Tag, 7:15 abends, Stadtbote Essener Kennzeichen, same day steht auf unserem Paket drauf, es hat funktioniert, lustig war, er hatte so ein Sony Smartphone für die Unterschrift, habe ich auch noch nicht gehabt und ja, same day Amazon Delivery funktioniert, was mich immer noch hin und weg verwirrt ist, dass es für Prime-Kunden genau wie Morning Express 5 Euro nur kostet. Also wer da vormittags bis 12 bestellt, der kann, ja, Wahnsinn. Also ich, für mich tut sich da gerade eine völlig neue Welt auf. Das war's. Also Amazon Same Day Evening Express funktioniert. Bei mir jedenfalls. Und erstaunlich zeitig. Nicht, dass ich bis 21 Uhr abends warten musste. Vielen Dank fürs Video. Macht's gut und bis zum nächsten. Tschüss.